Gott. Ich weiß, man hat schon einen Monat nichts mehr von mir gesehen. Ich versuche jetzt schon, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal dieses Video zu drehen. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Irgendwie habe ich 100 andere Sachen im Kopf und kann mich nicht ganz konzentrieren. Fangen wir aber gleich mal an. Und ich fange auch mit was anderem an, glaube ich, von dem Aufgebrauchtsack, halt, damit ich mal eine andere Routine reinbringe. Mir fliegt gerade das raus. Das ist das Aufgebraucht-Video vom September. Es ist urviel leer geworden im September und auch im Oktober. Ich bin komplett raus aus dem Videodrehen und es zipft mich an. So, fangen wir mal an. Ich habe ein Rasiergel aufgebraucht von Balea. Das habe ich mir von dieser 25 Jahre Limited Edition gekauft. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, so stark geschminkt zu sein, wegen dem Maskenpflicht-Klumpern, dass ich überall mich kratzen muss und meine Haut juckt extrem. Aber okay. Ja, das habe ich aufgebraucht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mir dann noch ein Backup gekauft habe. Kann ich euch gar nicht sagen. Es war aber wirklich gut. Ich fand den Duft extrem, extrem gut. Das war wirklich, wirklich gut. Das Problem ist nur, bin ja der LE so hinterhergelaufen wie noch lange nicht mehr. Also ich bin schon ewig nichts mehr hinterhergelaufen, aber den Sachen schon. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein Backup habe. Muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß es wirklich nicht. Machen wir die unspektakulären Sachen gleich als nächste. Ich habe wieder diese Einmalwaschlappen aufgebraucht. Und meine großen Wattepads. Dann Masken, habe ich auch sehr viele leer gemacht. Ich habe auch wieder diese No-Stripes aufgebraucht. Die muss ich mal wieder machen. Ich habe die jetzt extrem vernachlässigt. Ich habe keinen Bock auf Masken oder irgendwas anderes oder Augenpads oder sonst was. In letzter Zeit weiß nicht, was los ist mit mir. Aber die finde ich ja extrem gut und die sollte ich mal wieder machen. So, dann habe ich eine Ampulle aufgebraucht, die liebe ich. Das ist diese Sofort-Effekt-Ampulle. Ich finde die super, wenn man sich danach ein aufwendiges Make-up macht. Dann ist die mega, weil die macht so einen schönen Weichzeichner-Effekt. Also die ist mega, die Ampulle. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Backups von der. Jetzt gibt es ja aktuell eine neue, die ich auch unbedingt probieren will. Das ist diese Koffein oder so, die möchte ich auch unbedingt probieren. Aber die Sofort-Effekt ist einer meiner absoluten Lieblinge. Dann habe ich eine Mundspülung aufgebraucht von Terra Naturi. Die habe ich mir neu gekauft, habe sie dann auch gleich verwendet. Dann gab es 25% und ich habe mir Backups gekauft, so freaky wie ich bin. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, wie soll ich das erklären, aber irgendwie der Nachgeschmack ist ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich kann sie nur am Abend verwenden, weil tagsüber packe ich das überhaupt nicht. Aber ich habe noch 4 Backups, glaube ich, oder 3. Und werde euch dann im Laufe der Zeit, wenn ich die ein bisschen öfter verwende, vielleicht mal berichten drüber. Ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht, ich finde die Verpackung auch so schön. Es gibt ja auch davon ein Mundziehöl, wovon ich aber noch Abstand halte. Aber ich mag ja die Zahncreme auch von dem so gerne. Aber bei der Mundspülung bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ist nicht so, wie ich das haben will. Dieser frische Effekt fehlt einfach. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber ich habe immer so einen komischen Nachgeschmack, wenn ich die verwende. Dann habe ich eine Terra Naturi Maske schon wieder aufgebraucht. Diese 2-in-1 Kaffee Maske und Peeling. Die liebe ich. Da habe ich mir ja urviele Backups gekauft von der. Extrem viele Backups von der gekauft. Und ja, ich mag die noch immer so gern. Und leider gibt es sie ja nicht mehr. Ich finde das so doof, dass die guten Sachen immer limitiert sind. So wie mein Peeling von Terra Naturi. Das liebe ich ja auch extrem. Und ich war kurz davor, in anderen Filialen noch zu gucken, ob ich das noch bekomme. Ich habe es mir aber jetzt anders überlegt, weil ich habe genug Zeug. Ich habe wirklich genug Zeug. Vielleicht finde ich ja bis dahin einen Ersatz, aber ich mag das extrem gern. Body Scrub mit Kokosöl und Röstkaffee. So. Limited Edition war das. Das riecht so extrem geil und der Peeling-Effekt ist so, so mega geil. Ich liebe den Duft. Wenn ich so rieche, würde ich mir am liebsten noch mehr Backups kaufen, aber ich weiß auch exakt gar nicht, ob es das noch gibt in irgendwelchen Filialen. Also ich habe mir alle gekauft, die wir hatten. Ich habe die extra auch damals oft bestellt. Ups. Damit ich sie mir kaufen kann. Alle, die wir noch haben. Und da waren es um 2 Euro reduziert. Da habe ich euch, glaube ich, auch ein Haul-Video dazu mal abgedreht. Ich liebe dieses Peeling. Und jedes Mal gehen meine Sachen raus, die ich liebe. Das ist, was mich extrem nervt. Dann habe ich eine Haarmaske aufgebraucht. Die hatte ich ewig in meinem Backup-Schrank. Habe die nur durch Zufall mal wieder gefunden. Ich mochte die eigentlich extrem gern. Die habe ich mir damals immer von Claire's gekauft.
um 3 Euro ist das eh relativ viel. Aber ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube nur, dass die von Claire's diese Masken gar nicht mehr führen. Zumindest war ich schon ewig nicht mehr in einen Claire's. Das war immer der Grund, warum ich in einen Claire's reingegangen bin. Aber die fand ich nicht schlecht. Aber ich habe eh noch genug Sachen, die ich mal leer machen müsste. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht von der Marke Bio Vegan Skin Food. Die Sachen sind neu, was ich weiß. Ich habe die nämlich damals, wie wir auf dieser Weihnachtsschulung waren in Linz, haben die uns die Marke ein bisschen vorgestellt, glaube ich. Zumindest hat man einen Prospekt davon bekommen und die Maske habe ich gekriegt und ein Gesichtswasser. Das Gesichtswasser habe ich auch aufgebraucht. Ich glaube, das müsste da irgendwo drin rumliegen, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Aber die Maske war extrem, extrem gut. Also die würde ich mir sogar nachkaufen. Weil die war echt gut. Also die hat mir sehr gut gefallen. Die hat auch einen angenehmen Geruch gehabt. Die hat jetzt nicht so mega nach Naturkosmetik gerochen, dass es mich stört. Aber die war wirklich nicht schlecht. Und ich überlege, ob ich sie mir sogar nachkaufe. Weil da gibt es noch eine andere, die ich auch gern benutzen würde. Aber ich habe noch so viele andere Masken. Also sollte ich mal vielleicht ein paar aufbrauchen. Dann habe ich ein Erkältungsbad aufgebraucht, weil im September habe ich so ein bisschen gespürt, so, dass mir nicht so gut geht. Kein Corona, keine Sorge. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja heutzutage nicht. Aber ja. Ich habe immer sowas eigentlich als Reserve zu Hause. Und dieses Ding hält ja ewig. Das ist dieses 750 Gramm Teil mit diesen Kristallen. Ich mag aber das mit den Kristallen nicht mehr. Ich habe immer so einen Struggle mit dem, dass ich, wenn ich das reintue und ich versuche das immer aufzulösen, bleiben trotzdem noch ein paar Steinchen über, wo ich mich dann draufsetze und das geht mir auf die Nerven. Deswegen habe ich mir die flüssigere Variante gekauft mal von dem und mal, um mal zu gucken, ob ich das lieber mag. Weil ich habe mit einer Kollegin geredet von der Drogerie und die hat mir auch gesagt, sie mag das auch nicht und ihr Sohn glaube ich auch nicht, wenn der da auf die Steine rumsitzt. Und deswegen habe ich mir die flüssige Variante gekauft. Mal gucken. Mal gucken. Also ich benutze es jetzt hin und wieder, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann verwende ich es. Aber ich glaube, die Variante würde ich mir nicht mehr so schnell nachkaufen, weil ich mag die irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich mag die flüssigere Variante lieber. Die wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Doppelkinn-Alarm. Das sind diese Burgit Fersensporn-Druckschutzteile, die ich jetzt zurzeit öfter verwende. Deswegen wollte ich euch die auch unbedingt in einem Aufgebraucht-Video zeigen. Ja, ich kaufe die mir immer wieder nach. Die Dinger sind nur leider sauteuer. Da kostet so eine Packung 10 Euro und da sind nur 2 Stück drinnen. Also für jeweils einen Fuß. Und ich weiß nicht. Mir helfen sie schon, aber nach einer Zeit, wenn ich die Schuhe trage ich auch jeden Tag, dann merke ich schon, dass da irgendwie die verrutschen und das nervt mich extrem. Aber ich mag die. Die 5 Fersensporn haben die mir extrem gut geholfen, weil viele haben ja auch auf Instagram gefragt, was ich auf den Beinen hatte und das war eben der Fersensporn. Wer meine Live-Videos kennt auf Instagram, weiß eh sicher Bescheid. Dann habe ich eine Probe leer gemacht, wo da gar nichts mehr drauf ist, sehe ich gerade. Ah, ich glaube, ich habe das weggeschmissen, weil das so ekelhaft war. Das war von Clinique, dieses Clinique ID Jelly Gel mit diesen... Welche Variante war denn das jetzt? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir das meine Cousine geschenkt, weil sie hat viele Proben mal von Marionneau bekommen und hat mit mir geteilt. Und das war dabei. Ich kann nur diese Anwendung nicht leiden. Man muss das zusammendrücken ineinander und das hat bei meiner Probe nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder bin ich zu dumm dafür oder keine Ahnung. Aber ich fand das nicht so nice. Ich mag dieses Jelly-Ding, mag ich auch gerne und mich interessiert das schon seit Monaten, seit das rausgekommen ist, interessiert mich diese Variante mit dem ID-Dingsbums extrem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das... Ich meine, ich brauche mir sowieso nichts nachkaufen, ewig nichts mehr nachkaufen, weil ich so viel Scheiß habe. Aber das finde ich extrem interessant. Ich weiß nicht, kennt ihr diese ID-Sachen von Clinique? Man kann ja, es gibt ja viele verschiedene. Das ist gegen Fältchen. Das ist, da gibt es lila, blau, weiß, grün und orange. Jetzt habe ich gebraucht, bis ich die letzte Farbe erwische. Also das Orange ist gegen müde Haut. Das Blaue ist ungleichmäßige Hautstruktur. Das Weiße ist ungleichmäßiger Teint. Und das Lila ist gegen Fältchen. Und das Grüne... Das steht da nicht. Warum steht das da nicht? Ich weiß nicht mehr, für was das Grüne ist. Ich habe es ehrlich gesagt leider vergessen. Aber wenn, würde ich mir eher das mit dem Weißen vielleicht kaufen oder das Orangene. Aber ich habe leider so viel Zeug. Deswegen brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr darüber zu diskutieren. Eine Probe habe ich noch und die werde ich auf jeden Fall dann probieren. Aber ich weiß nicht mehr, wofür das Grüne war. Vielleicht dem. Sehr spannend. Wattepads habe ich aufgebraucht.
und eine, ich habe das mal gefunden beim Aufräumen, habe ich eine Probe gefunden von diesen Farbfängertüchern, die ich sicher mal von der Arbeit bekommen habe. Ja, ich kaufe mir die ja immer wieder nach und ich habe gar nicht gewusst, dass ich davon eine Probe habe. Aber ich fand das cool, weil ich habe das zur Zeit braucht für eine Wäsche, weil das war so eine Buntwäsche, die ich nicht wollte, dass die verfärbt, und fand ich gut, dass ich da ein Stück noch hatte, weil die sind mir gerade zur Zeit ausgegangen. Was man da alles findet in seiner Sammlung, wirklich wahr. Das glaubt mir eh keiner, glaube ich. Oder auch schon. Ich habe eine Seife aufgebraucht, und zwar war das die von der 25 Jahre Balea. Diese Zauberhaft heißt die, glaube ich, Handseife. Mit diesem süßen Popcorn und Karamell, die war so geil. Mir war die überhaupt nicht so süß. Ich habe mich so in diese Handseife verliebt. Ich habe, glaube ich, noch ein Backup oder so. Ich liebe die. Ich will auch warten, bis ich die dann verwende, weil dann gibt es ja nicht mehr. Ich finde das so beschissen, das nervt mich richtig. Aber ich fand die extrem, extrem gut. Die war wirklich gut. Ich habe noch ein Backup. Ich weiß nicht, ein oder zwei, aber ich glaube, ein oder zwei ist auf jeden Fall. Noch eine Seife habe ich leer gemacht, und zwar meine von Dermacol. Das ist diese Schokolade-Orange-Seife von Tschechien, wo ihr den letzten Haul ja gesehen habt. Da habe ich ja zwei, glaube ich, mir gekauft. Ich muss schon zugeben, dass ich die zweite schon verwende. Ich liebe den Duft davon. Ich liebe, liebe, liebe den Duft. Und ich ärgere mich, dass ich nicht mehr drankomme. Weil eben die ganzen Grenzen und so wieder zu sind. Weil ich liebe diese Seife und ich will die unbedingt wieder haben. Ich mag den Geruch. Die hält auch relativ lange, obwohl da jetzt nicht so viel drin ist. Es sind nur 250 Milliliter drinnen. Aber die hält, finde ich, schon sehr lange. Da gibt es auch ein Duschgel, und es gab mal ein Duschpeeling, und leider habe ich das Duschpeeling nicht mehr gekriegt. Und die Min, glaube ich, hat sich das Duschgel gekauft. Es gab dort leider nur eins damals. Und ich liebe, 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 liebe Dermacol. Die Sachen sind extrem geil. Und ich habe noch ein paar andere Duschgel, aber die Seife, da traue ich extrem hinterher. Noch einmal No Straps habe ich aufgebraucht. Das ist ja mega spannend. Ich habe da irgendwo ein Haar. Eine Probe habe ich aufgebraucht. Ja, genau, das habe ich auch von der Min bekommen. Das war bei den Klinik-Ding dabei. Das hat sie mir nämlich auch geschenkt, weil sie so viele gekriegt hat. Das ist gegen Pickel gewesen, aber für mich hat das irgendwie nicht so viel gebracht. Das hat man auf den Pickel draufgegeben, deswegen habe ich das da nur so aufgemacht, hier mit so einem Loch, und habe das versucht zu verwenden. Aber irgendwie hat das nicht so viel gebracht, wie ich mir gedacht habe. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel das kostet, weil das ist von Mariano gewesen, die Probe. Eine habe ich jetzt noch, die werde ich dann noch probieren und mal gucken, ob es wirklich bei mir einfach nur nicht hilft, keine Ahnung. Dann habe ich die Kokosreinigungstücher aufgebraucht. Die kennt sie ja eh auswendig, die sind von Action Mark, haben wir jetzt eine neue Verpackung, und ich finde die neue Verpackung sowas von schön. Ich habe die da am Schminktisch stehen, damit ich mir, wenn ich Make-up auf die Hand tue zum Auftragen oder so, oder ich habe irgendwo Flecken auf der Hand vom Schminken, dann tue ich das weg. Dafür reichen sie nämlich, würde ich jetzt mal sagen. Durch das, dass sie so günstig sind, benutze ich es dafür eigentlich am liebsten. Es ist echt krass, wie viel kleines Zeug ich aufgebraucht habe, muss ich schon sagen. Ich habe wirklich viel kleinen Kram aufgebraucht, aber sehr gut, damit das alles mal wegkommt. Ich habe eine neue Ampulle aufgebraucht. Neu ist gut gesagt, weil die gibt es schon wieder nicht mehr, habe ich gesehen. Die eine Kollegin und ich haben sich die dann alle gekauft, die was noch da waren, die was reduziert waren. Das ist die Vitamin C-Konzentrat-Ampulle. Ich muss sagen, die Verpackung ist ja mega geil. Dazu braucht man gar nichts sagen. Ich meine, Cadea Vera macht eh die schönsten Verpackungen eigentlich. Aber ich fand die nicht gut. Die hat sich extrem schwer verteilen lassen auf meiner Haut. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe noch ein paar Backups. Ich wollte mir die eigentlich dann von anderen Filialen wieder bestellen, eh wie immer. Oder ich habe sie auch in der Millennium City bei dem Müller dann gesehen, habe sie aber dann doch liegen lassen, weil ich eben nicht so zufrieden war mit der einen, die ich da verwendet habe. Und ich weiß nicht. Ich werde sie jetzt noch weiterhin verwenden, weil ich habe ja noch ein paar Backups, und vielleicht muss ich einfach nur eine reichhaltigere Pflege drüber geben. Vielleicht liegt es daran. Könnte auch gut möglich sein. Weil man soll ja immer über die Ampullen noch was drüber geben, damit es eben wirksamer wird. Beziehungsweise damit der Effekt besser ist. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Balea. Und ich muss sagen, das ist die erste Maske, die mir nicht gefallen hat. Das ist ja diese neue Limited Edition gewesen, diese Sweet Melon, und mir hat die nicht gefallen. Und wenn ich das sage, heißt das was, oder? Weil Melone und ich, ihr wisst, das ist mein Ding, aber irgendwie hat mir die nicht gefallen. Ich glaube, das war auch so eine Gel-Maske, kann das sein? Es steht jetzt nicht Gel drauf, aber die hat mir von der Textur einfach irgendwie nicht gefallen. Der Duft war okay, aber von der Textur hat sie mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, ich habe eh noch ein Backup. Also mal gucken, wie es ist, wenn ich das Backup dann verwende.
Von Biotherm habe ich das Elixier aufgebraucht. Ich kann dieses Produkt ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Es war gut, keine Frage. Ich habe auch jetzt wieder mehr Rötungen, seit ich es nicht mehr verwende. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das ja sehr, sehr lange verwendet. Ich habe es in groß gehabt, dann habe ich es noch in klein gehabt, dann habe ich es jetzt noch in der Tube gehabt. Ich habe das wirklich sehr, sehr lange verwendet. Also kann ich dazu wirklich, wirklich eine große Meinung dazu bilden, finde ich. Mich hat nur der Duft so extrem gestört. Ich glaube, das habe ich in dem letzten Aufgebraucht-Video auch schon gesagt. Langsam reden, liebe Shay. Ich mag diesen Duft einfach nicht. Der erinnert mich, das klingt vielleicht voll fies, aber das erinnert mich an meiner Oma ihr Parfüm. Wirklich. Also da denke ich komplett an meine Oma, wenn ich das rieche. Und das mag ich nicht. Ich will nicht, dass mein Gesicht nach meiner Oma riecht. Auf das kann ich echt verzichten. Es war gut. Es war wirklich gut. Wie gesagt, ich merke jetzt, seit ich es nicht mehr verwende, seit ich andere Sachen benutze, dass ich wieder die Rötungen bekomme, dass die trockenen Stellen wieder zurückkommen, besonders da und da und da. Habe ich sehr mit den trockenen Stellen zu kämpfen, wieder seit ich das hier nicht mehr verwende. Ich habe es euch gar nicht in der Aufnahme gezeigt, so sieht's aus. Aber wer meine letzten aufgebrauchten Videos gesehen hat, kennt das eh schon auswendig. Ja, was soll ich sagen? Ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich finde es gut, aber ich werde es mir wegen... Der Duft stört mich einfach. Was soll ich machen? Wenn der Duft mich so extrem stört und mich an was erinnert, an was ich nicht erinnert werden will, warum soll ich mir dann so ein Ding nachkaufen? Obwohl es wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Wenn euch das interessiert, lasst euch eine Probe geben. Weil es ist wirklich nicht schlecht. Ich liebe es. Nur der Geruch stört mich. Und deswegen werde ich es mir nicht nachkaufen, weil mich der Duft so stört. Das Produkt im Allgemeinen finde ich mega gut, weil es eben die Rötungen kaschiert, die trockenen Stellen minimiert. Nach dem Schminken, also wenn du das drauf hast und du schminkst dich danach, ist das Make-up so, so schön. Aber ich kann den Duft einfach nicht ab. Und das ist der Grund, warum ich es nicht kaufe. Klingt vielleicht dämlich, aber das ist der Grund, warum ich es nicht nochmal haben will. Ich verkaufe es aber auch extrem gern, weil es wirklich das macht, was es macht. Aber... Also es macht das, was es verspricht, so gehört es. Aber ich kann es nicht verwenden, wegen diesem Duft. Nein. Weiter geht's. Ich habe eine Primer-Probe aufgebraucht von Astor. Astor gibt es ja überhaupt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, auch in Deutschland nicht mehr. Und die Probe habe ich schon ewig zu Hause rumliegen gehabt. Sie war gut, aber was soll ich jetzt großartig sagen, wenn es die Marke eh nicht mehr gibt. Also nachkaufen könnte ich es eh nicht. Als nächstes habe ich ein Reinigungsprodukt aufgebaut. Das habe ich von der lieben Vivi bekommen. Das ist ein Teebeutel. Das sieht so aus. Und ich finde das so geil. Also man kann das leider nur einmal anwenden. Das hat sie mir eh auch erklärt. Da hinten steht auch die Anwendung genauer drauf. Ich hoffe, ich wackele jetzt nicht so viel rum. Das ist einfach nur so ein Teebeutel, was dann leicht schäumt. Und ich fand den so geil. Der war so, so geil. Eines habe ich jetzt noch und ich will das noch aufheben. Aber das war richtig geil. Und die Verpackung, das war mega. Und leider habe ich nur noch ein Stück, was mich eh ärgert. Aber was will man machen? Dann habe ich die Zahncreme aufgebraucht von Terra Naturi, passend zu der Mundspülung. Die mag ich extrem gerne. Da habe ich mir auch wieder Backups gekauft, weil ja die minus 25% Aktion war. Und ich liebe die. Eine auch, die ich mir immer wieder nachkaufen würde. Dann habe ich so zwei kleine Probiergrößen aufgebraucht. Einmal das Reinigungsgel von Clinique, diese Liquid Facial Soap Mild. Fand ich gut. Aber es gibt eine andere, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die ist milchiger und die fand ich besser. Weil die hat so ein bisschen meine Haut ausgetrocknet. Da steht auch für trockene Haut oben, komischerweise. Aber die hat so ein bisschen meine Haut ausgetrocknet. Das war auch aus dem Adventkalender. Ich hatte den ja letztes Jahr. Aber ich weiß nicht. Also nachkaufen würde ich mir die nicht. So gut fand ich sie dann auch wieder nicht. Dann würde ich mir lieber die andere kaufen. Aber ich habe genug Reinigungsprodukte. Ich muss das erst alles mal aufbrauchen. Ich habe eine Bodylotion aufgebraucht. Beziehungsweise so ein After Sun Gel Creme Teil von Jovena. Die hat okay gerochen, sage ich jetzt mal. Die hat auch ein bisschen geglitzert. Ja, ich würde sie mir nicht nachkaufen. Ich habe die ewig bei mir zu Hause rumstehen gehabt. Und weil ich mir gedacht habe, komm schon, schmier dich damit ein, damit sie einfach leer wird, habe ich sie leer gemacht. Habe ich mal irgendwann von der Arbeit geschenkt bekommen. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Wirklich nicht nachkaufen, weil es überhaupt nicht mein Ding war. Wieder eine Primer-Probe habe ich aufgebraucht. Von der Vivi habe ich die Probe bekommen. Das ist so eine koreanische Marke wieder. Die finde ich gar nicht so schlecht. Nur man darf von der ganz, ganz wenig nur nehmen, weil ich glaube, der Lichtschutzfaktor so hoch ist, obwohl da gar kein Lichtschutzfaktor draufsteht.
Oh ja, SPF 33. Und man merkt wirklich beim Verteilen, dass das ein bisschen eine Weile braucht. Eben wenn umso höher der Lichtschutzfaktor nämlich ist, umso mehr braucht das, bis es eingearbeitet wird in die Haut. Und das nervt mich. Ich fand sie gut, keine Frage, aber man darf von der nur ganz, ganz, ganz wenig nehmen. Ich habe sogar noch ein paar Proben. Ich sehe da gerade noch eine. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei oder so habe ich noch rumfliegen in meiner Wohnung. Eine Maske habe ich noch aufgebraucht, auch wieder von Balea. Und ich glaube, bei der war das dasselbe Problem. Die fand ich auch nicht so gut. Das war diese Peach Ice Tea. Ich glaube, die fand ich auch nicht so berauschend. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Sommervarianten waren irgendwie heuer nicht so gut. Also ich habe aber, glaube ich, noch ein Backup von der. Aber wir werden mal sehen, wie ich die finde. Was ich gut fand, waren die Augenpads von dieser Marke. Wie heißt denn die Marke jetzt? Ich glaube, wenn ihr die Verpackung seht, erkennt ihr das eh. Die finde ich richtig gut. Die finde ich wirklich gut. Und ich sollte mal wirklich meinen Arsch in Gang setzen und öfter diese Augenpads verwenden. Ich habe so viel Zeug, Leute. So viel Zeug, das ist nicht mehr normal. Aber die fand ich extrem gut. Die würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, weil die sind wirklich, wirklich gut. Man sieht sie auch überall auf Instagram. Echt krass, wie viele Proben ich aufbrauche in letzter Zeit. Aber ist eh gut, weil ich habe eh so viel Zeug. Ich habe aufgebaut von Yves Rocher eine BB-Cream. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, das habe ich in den letzten paar Malen auch schon gesagt, wo ich die aufgebraucht habe. Ich finde die nicht schlecht. Besonders, weil sie so hell, weil ihr seht ja, wie hell ich schon wieder bin. Das ist halt meine Blässe, was soll ich machen? Und die passt genau perfekt. Nur ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Vielleicht hebe ich mir mal so eine Probe auf und gehe mal in eine Yves Rocher irgendwann einmal. Und werde mal fragen, ob es die noch gibt. Weil die finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, ich habe eh genug Make-up, aber ich möchte nur wissen, ob es die noch gibt. Weil die, ich habe eh zigtausend Proben noch, aber ja, eigentlich sollte ich nicht fragen, ob es die noch gibt, oder? Wenn ich eh so viel Zeug habe, brauche ich lieber mal die Proben auf und dann, ja. Weil vielleicht gibt es ja eh nicht mehr, wenn ich Glück habe. Dann habe ich das Gesichtswasser von Bio Vegan Skin Food aufgebraucht, wovon ich die Maske euch vorher gezeigt habe. Und da hat mich der Duft so gestört. Das war richtig so wie Naturkosmetik. Ich mochte den Duft überhaupt nicht. Die Verpackung finde ich voll schön, weil es eben diese Papayas da oben hat. Das finde ich voll schön. Mich würde auch die Gesichtspflege interessieren, aber mich stört der Duft leider. Ich will unbedingt noch die andere Maske ausprobieren, was es davon gibt, die, was ich euch erklärt habe. Es glaube ich gibt es ein, zwei Masken noch. Aber das Gesichtswasser, ne, war nicht meins. War wirklich nicht meins. Aber ich muss mal fragen, weil wir haben jetzt aktuell Proben bekommen von der Marke, von dieser Skin Food und ich will unbedingt die Gesichtspflege probieren. Vielleicht frage ich meine Filialleitung, ob ich mir eine Probe, ob ich eine mopsen darf. Ich will unbedingt das probieren. Es gibt auch von Dr. Scheller so eine Wassermelone-Pflege und die will ich auch unbedingt probieren. Aber mal schauen. Weil ich finde die Marke eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde sie sehr interessant. Nur das Problem ist, bei dem hat mich der Duft extrem gestört. Sonst würde ich mir das Gesichtswasser nachkaufen. Aber der Duft hat mich wirklich gestört. Es war echt anstrengend, das zu verwenden. Dann habe ich von Trestle oder Trackle Moon, wie immer man das auch aussprechen mag, das Melone-Peeling aufgebraucht. Gibt es ja schon ewig nimmer mehr. Und ich fand es trotzdem noch immer sehr, sehr gut. Obwohl es das schon ewig nimmer mehr gibt. Aber ja, ich finde das eh schade. Ich weiß auch gar nicht, ob es aktuell gerade noch Peelings davon gibt. Ich habe schon ewig nicht mehr bei den Duschgelen bei Müller nachgeschaut. Sollte ich vielleicht mal wieder machen, oder? Ich habe nämlich ewig nicht mehr geschaut, welche Peeling es aktuell gibt. Ich meine, ich habe eh genug, aber wäre mal interessant zu gucken. Obwohl ich ja eh nichts kaufen darf. Aber okay. Ganz unspektakulär habe ich mein Deo wieder aufgebraucht, das ich ja schon sehr, sehr lange verwende und das ich sehr, sehr mag. Ich habe es auch wieder nachgekauft und ich werde bei dem auf jeden Fall fix bleiben, solange sie es mir nicht wieder aus dem Sortiment nehmen. Aber das ist mein absolutes Lieblingsdeo. Das ist das Borotalco White Mask. Ich habe mir nämlich nur Borotalco gekauft, weil eine Arbeitskollegin von mir das empfohlen hat. Und sie hat ein anderes, was sie aber nur beim Biber bekommt. Ich habe mir das dann aber genommen. Ich hatte ja davor, glaube ich, ein anderes, was ich nicht so mag, aber das finde ich gut. Ich bin gerade schockiert, dass ich die Mundspülung auch noch aufgebraucht habe. Alter. Ja, von der habe ich vorher geredet. Bei der habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich halber anspeiben muss. Vielleicht kaufe ich mir die auch nochmal nach und benutze einfach beide separat. Könnte ich auch machen, oder? Dass ich die morgens verwende und die von Terra Naturi abends, könnte ich eigentlich auch machen, oder? Weil die mag ich eigentlich noch immer am liebsten. Von Müller die Eigenmarke. So. Dann habe ich hier eine. Ja, ich habe die noch nicht hergezeigt. Komm wieder zurück.
irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme aus dem Quatschen gar nicht mehr raus. Mir ist das voll irgendwie abgangen. Ja, als nächstes habe ich eine Aveo Dusch Body Milk aufgebraucht. Die benutze ich ja hin und wieder zwischendurch, wenn ich mir zu geizig bin, die Nivea nachzukaufen. Ich liebe den Duft. Auch wenn das so ein bisschen männlich riecht, mag ich das irgendwie. Ich habe die auch aktuell wieder in Verwendung und ich liebe diese In-Dusch-Body-Lotion. Die ist auch relativ günstig, also kann man damit nicht wirklich viel verkehrt machen. Wie gesagt, ich habe sie mir auch wieder aktuell nachgekauft. Aufgebraucht habe ich auch ein Yves Rocher-Duschgel. Das war dieses Grapefruit. Habe ich mehr als geliebt. Ihr wisst ja, ich liebe die Yves Rocher-Duschgele. Ich habe auch jetzt auf Facebook aktuell die neue LE gesehen und bin fast dran, mir was zu kaufen. Weil die neue LE ist nach langem mal wieder eine, die mich interessiert. Diese Weihnachtskollektion. Ihr wisst ja, ich bin ja der hinterhergejagt früher immer. Und irgendwie bin ich kurz davor, mir die mal näher anzugucken. Mal gucken. Aber ich muss noch ein paar vorher aufbrauchen. Aber die Duschgele, die gibt es ja leider nicht mehr, die Varianten. Die fand ich mega gut. Dann habe ich die Augenpads von Balea aufgebraucht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch welche habe, ehrlich gesagt, weil ich habe eh so viel Zeug. Aber die mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht von Comodune. Es gab mal eine Zeit lang Masken. Ganz kurze Zeit lang. Und da habe ich mir den Tester genommen. Da ist nur der Tester-Sticker runtergegangen, weil die so lange im Badezimmer stand. Die war aber so gut. Die war orange und hat so Glitzerpartikel gehabt. Und die hat so geil gerochen. Ich habe mich so verliebt in die Maske. Und leider gibt es die nicht mehr. Ich hätte ja gern die anderen auch gehabt. Aber da war ich ein bisschen zu spät dran. Da hatte ich Glück, da war der Tester noch im Aufenthaltsraum. Aber die war sowas von gut und leider gibt es die nicht mehr. Ich finde auch die Verpackung voll schön. Man hat urviel Produkt rausbekommen. Also ich finde es echt schade, dass die nicht mehr gibt. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Leider, leider, leider ist mein Duschgel von Elisa Blair worden. Den traue ich so hinterher. Ich habe die Bodylotion jetzt noch. Boah, ich liebe dieses Parfum. Das ist so richtig mein Signature-Duft quasi eigentlich. Das ist mein Parfum, wirklich. Ich liebe den. Und leider ist mir das Duschgel leer geworden. Das finde ich so schade. Die Bodylotion habe ich noch, die habe ich sogar da stehen. Die ist aber auch nur noch bis hierhin voll. Und dann ist die auch leer. Und ich habe noch die große Bodylotion, die habe ich mir ja damals gekauft. Aber Duschgel habe ich nie ganz so mehr bekommen. Ich hätte das nämlich auch gerne noch gehabt, aber was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Es ist noch so viel über. Ich muss ein bisschen Gas geben, glaube ich. Ich habe dann noch eine Maske aufgebraucht. Die Strawberry Aha Peeling Maske von Cadea Vera. Die ist auch gut. Ich mag den Duft extrem, weil sie so nach Joghurt riecht. Und die gibt es aber leider auch schon wieder nicht mehr. Da sieht man, wie schnell das bei der Marke funktioniert, dass das verschwindet. Urviele Proben habe ich noch. Ich habe da das Big Shampoo von Lush aufgebraucht, was ich mir vielleicht sogar mal nachkaufen werde, wenn ich weniger Shampoos habe, weil zurzeit habe ich einfach zu viel Zeug. Wirklich zu viel Zeug. Dann habe ich leer gemacht eine Make-up-Probe von Clinique. Ihr wisst ja, ich versuche meine ganzen Make-up-Proben aufzubrauchen. Ich finde das aber echt gut und hätte ich nicht so viel, würde ich mir das Beyond Perfection Make-up genauer anschauen. Aber ich glaube, das habe ich im letzten Aufgebraucht-Video schon gesagt, dass es, glaube ich, wegen der Farbe ein paar Probleme geben wird, weil ich halt sehr, sehr hell bin. Da habe ich noch eine Make-up-Probe aufgebraucht von dieser koreanischen Marke, Double Lasting Foundation heißt die. Ich glaube, das war auch meine letzte. Ja, da hatte ich also Probleme mit der irgendwie. Da weiß ich nicht so, wie ich die finden soll, aber die Probe ist leer und das hat sich für mich erledigt. Da habe ich wieder einen Primer, wieder mit Lichtschutzfaktor 33 und den fand ich auch okay. Aber wieder dasselbe Problem wie mit dem anderen, es hat sich halt ein bisschen schwer verteilen lassen wegen dem hohen Lichtschutzfaktor. Dann habe ich so eine kleine Seife aufgebraucht, die habe ich mal irgendwann von der Arbeit, glaube ich, gekriegt. Ich bilde mal ein, die habe ich von der Arbeit bekommen. Die war aber okay, ich habe es für die Pinsel zum Waschen verwendet und für das war sie ausreichend und ja. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich habe es für die Pinsel zum Reinigen verwendet. Dann habe ich meine Yves Rocher Reinigungstücher aufgebraucht, wo ich gar keine Backups mehr habe, weil ich ja so viele Ananas habe von Cadea Vera. Aber die von Yves Rocher sind trotzdem noch meine allerliebsten. Weil die von Cadea Vera gehen ja sowieso wieder aus dem Sortiment und wenn die dann wieder weg sind und ich mir die nicht mehr nachkaufen kann, wechsle ich wieder zu den Yves Rocher. Dann habe ich eine Duftprobe aufgebraucht von Yves Rocher. Ich glaube, den Duft gibt es auch gar nicht mehr. Das ist dieser Volet de Amber. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich habe den nur so einfach verwendet, sage ich euch ganz ehrlich. Hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber
Den gibt es, glaube ich, eh nicht mehr. Oh, eine Kenzo-Duftprobe habe ich aufgebraucht. Das war der Lieblingsduft von meiner Mama. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, verwendet. Weil ich hatte die Probe, ich wollte ihr damals geben und habe das immer verpeilt. Und sie hat auch, glaube ich, den Duft noch in Originalgröße ein, zweimal, glaube ich, drüben. Ja. Erinnert mich sehr an meine Mami. Dann habe ich sehr, sehr viele. Ich mit meinem Dann. Eine Maske habe ich noch aufgebraucht, eine Tuchmaske, diese Coffee Break, die liebe ich ja extrem, aber mit denen gehe ich so sparsam um. Ich mache es jetzt so, wenn ich mal eine Tuchmaske mache, ich habe die ja alle aufgereiht, dann fahre ich so mit der Hand zwischendurch und ziehe dann irgendeine raus und die verwende ich dann, weil ich mich nie entscheiden kann, welche ich verwende. So dämlich bin ich. Und die liebe ich aber, die habe ich mir ja damals vom TK Maxx gekauft, die kennt sie sicher noch. Bevor ich zu den kleinen Make-up-Sachen komme, ich habe so Lip Patches oder wie heißen die? Lip Masks aufgebraucht. Ich finde, das bringt überhaupt nichts. Die fand ich ja mega kacke, weil die dauernd von meiner Lippe runtergerutscht ist. Die habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ich weiß auch, glaube ich, gar nicht mehr von wem. Ich finde auch nicht, dass die irgendwie pflegt hat oder sonst irgendwas. Ich finde, das war einfach nur lästig. Dann, umso öfter ich sie rauf dann habe, umso mehr habe ich mit meinen Nägeln diese Lippenmaske kaputt gemacht und dann habe ich irgendwann drauf geschissen nach 5 Minuten und habe es einfach weggeschmissen, weil die fand ich wirklich nicht gut. Also die fand ich extrem schlecht. Die hier ist von Action Mark gewesen, die habe ich mir nämlich gekauft, weil die liebe Chiquita's Palace, glaube ich heißt sie. Ich glaube, die YouTube-Videos schaue ich mir. Sie ist eigentlich die einzige YouTuberin, die ich mir noch anschaue. Gebe ich euch ganz ehrlich zu. Also sie ist die einzige, die ich anschaue. Ihr könnt es gerne, ich verlinke euch das unten vielleicht. Wenn ich nicht vergesse, dann könnt ihr euch ihren Kanal anschauen. Ich schaue sie so, so, so gerne. Und bei ihr habe ich die gesehen und die fand ich okay. Ich musste die vielleicht nur nochmal benutzen. Ich möchte doch irgendwie die von Müller probieren. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Bock, den Scheiß zu probieren, obwohl das eh nichts bringt. Aber die haben ein bisschen besser an der Lippe gehalten und deswegen... Ja, würde ich die sogar nochmal probieren vielleicht. Vielleicht. Ich habe noch einen Kajal aufgebraucht von Makeup Factory. Das war dieser, nicht weiße, sondern dieser cremefarbene, den ich ja eigentlich extrem gern mag. Aber ich habe jetzt noch einen anderen, den ich aufbrauchen will von Makeup Factory. Der was für unter die Augenbraue eigentlich dachte, das ist dieser Eyebrow Lifting Stick. Den habe ich mir ja damals gekauft, weil er aus dem Sortiment gegangen ist. Und den verwende ich jetzt für die Wasserlinie. Und das reicht auch, ehrlich gesagt. Ja, dann habe ich noch einmal das Elixier aufgebraucht. Ich sage, ich habe das sehr, sehr oft gehabt. Und das war damals im Adventkalender drinnen. Ihr wisst ja jetzt meine Meinung drüber, deswegen brauche ich nicht mehr so viel drüber reden. Ja, ihr wisst das ja jetzt. Habe ich ja schon gesagt im Video. Ich habe dann noch ein Serum aufgebraucht, das ich voll schrecklich fand. Das war auch im Adventkalender von Clinique drinnen. Das war sowas von schrecklich. Das ist dieses Serumkonzentrat von Clinique Smart gewesen. Das war so schlimm. Der Duft war sowas von widerlich. Ich habe mich gezwungen, das aufzubrauchen. Also das würde ich mir niemals nachkaufen. Niemals. Das hatte ich in Budapest mit. Das war diese Live Plankton Sensitive Emulsion, was man auch als Augencreme verwenden kann. Für Reisen fand ich sie gut, aber sie war mir viel, viel, viel zu wenig. Das habe ich auch in Budapest gemerkt. Also die war mir viel, viel, viel zu wenig. Ein Gesichtsöl habe ich auch aufgebraucht von Annemarie Berlind. Und ihr wisst, ich bin nicht so der Marbet und Annemarie Berlind Fan, aber das Gesichtsöl, ich habe das in so einer kleinen Flasche gehabt, das fand ich echt gut. Und da überlege ich, ob ich mir das nicht nachkaufe. Obwohl ich eh... Ich bin mir nicht sicher. Ich fand das nämlich gut, weil man das im Sommer so gut verwenden konnte, weil das eher so ein Trockenöl war. Aber ich weiß nicht. Schlecht war es nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir nachkaufen soll. Weil ich habe eh das von Clarins mag ich so gerne, das von Biotherm, das benutze ich ja noch aktuell. Ich weiß nicht. Ich habe auch eine kleine Mascara aufgebraucht von Too Faced. Die habe ich mir erschnort, wie ich mir die Melone-Palette gekauft habe. Das war die Too Faced Better Than Sex Mascara. Und ich kann nichts dafür, YouTube, die Mascara heißt so. So sieht die aus. Mochte ich sehr, sehr gern. Aber ich würde mir, wenn, dann ehrlich gesagt eher die wasserfeste Variante nachkaufen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen krümelt. Oder vielleicht lag es auch an mir, aber ich hatte das Gefühl irgendwie, dass die krümelt. 4 Sachen sind es noch, dann haben wir es geschafft. Als allererster möchte ich euch von Elisabeth Arden, ihr wisst ja, was für ein Elisabeth Arden-Junkie ich bin, das brauche ich euch ja gar nicht sagen, und die habe ich damals beim TK Maxx gekauft. Ich habe sie jetzt endlich aufgebraucht, ich bin so stolz auf mich.
Das sind diese Skin Illuminating Pads, wo 50 Stück drin sind. Ich habe die jetzt komplett leer gemacht. Ich bin so, so stolz auf mich. Die Verpackung ist halt ein bisschen freaky. Beim Müller sind die aus dem Sortiment gegangen. Was ich schon allein ziemlich schade fand. Wirklich schade fand. Weil ich die extrem, extrem gut finde. Und ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Ich habe auch wieder eine Verpackung angefangen. Bin aber wieder schleißiger, die zu verwenden. Aber ich liebe, liebe, liebe Elisabeth Arden. Und ich glaube, das wisst ihr ja eh schon, oder? Das wollte ich euch ja eh gar nicht sagen. Dann habe ich aufgebraucht eine Gesichtspflege. Endlich. Ich bin so, am Abend bin ich so gesichtspflegefaul. In der Früh bin ich so brav und am Abend habe ich einfach keinen Bock. Und genau am Abend ist aber am wichtigsten. Finde ich zumindest. Und es ist auch so. Also am Abend, weil da regeneriert sich die Haut und da braucht sie ein bisschen, kommt wieder zur Ruhe und so. Und da ist es eben am wichtigsten. Und ich habe von Clarins sehr, sehr lange, weil die auch sehr ergiebig war, muss ich sagen, die Multi-Active Nuit verwendet. Und komplett aufgebraucht. Hat gedauert. Das Einzige, und das sage ich immer wieder bei Clarins, das stört mich so extrem, ist diese Verpackung hier. Ich kriege hier das Produkt, man sieht eh auch da oben, ist noch viel irgendwie, da kriegt man das Produkt so schwer raus. Und das finde ich irgendwie nervig. Deswegen würde ich mir nie eine Clarins-Pflege nachkaufen. Ich liebe die Sachen. Serum würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil die Serum benutze ich sehr, sehr gerne. Double Serum, das Bifast Serum, die zwei sind meine absoluten Lieblinge. Aber Gesichtspflege, glaube ich, würde ich mir nicht nachkaufen. Eben, weil mich das stört von der Verpackung her. Wenn die das nur ändern, ich meine, sie ist ja wunderschön, wenn ihr das so anschaut. Sie ist wirklich wunderschön, die Verpackung, auch sehr hochwertig und so, aber mich stört das extrem. Dass man das da auf dem Rand so schwer rauskriegt. Ihr seht es eh, da ist auch noch so viel drinnen, weil ich habe das mit dem Wattestäbchen versucht rauszukratzen und nach einer Zeit hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Aber ich fand die nicht schlecht. Ich fand die wirklich nicht schlecht. Nur leider stört mich das extrem mit dem Titel. Und deswegen ist das einer der Gründe, warum ich mir Clarins Gesichtspflege nie nachkaufen würde. Weil ich auch Biotherm, also Clarins und Biotherm sind ja sowieso generell meine allerliebsten Marken. Falls auch wieder Fragen kommen, die, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die war auch schon für die ersten Anzeichen von Fältchen und war auch für Mischhaut, glaube ich, gedacht. Aber ich habe halt immer das Öl oder diese Tropfen, die ich von Clarins habe, mit reingemischt und dann ging das. Also, ja. Und ich fand die wirklich gut. Und man ist so lange auskommen mit der. Echt unpackbar. Irgendwie stören mich meine Haare heute. So, zwei letzte Produkte. Ich glaube, das Video ist unendlich lang, weil ich so viel laber. Zwei Produkte habe ich noch. Einmal ist das ein Kajal von The Balm. Die Marke gibt es ja leider bei Müller nicht mehr. Und ich wollte mir eigentlich Backups von dem Kajal kaufen. Aber am Schluss hat er so extrem geschmiert, dass ich mir dann doch nicht mehr nachgekauft habe. Ich liebe ja die Nude-Palette. Die habe ich auch aktuell schon wieder drauf. Also die feiere ich extrem, die Palette. Die habe ich aber auch geschenkt bekommen zum Geburtstag. Aber die Kajals, ihr wisst ja, ich liebe Grün. Grün ist mein absolutes Highlight, neben Rot, in letzter Zeit, zumindest die letzten zwei Jahre. Aber der war nicht so gut. Dann bin ich ganz, 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 ganz stolz auf mich. Ich habe eine Lidschattenpalette leer gemacht. Was sagt ihr jetzt dazu? Wahrscheinlich nichts. Die hatte ich sehr, sehr lange. Ich weiß auch gar nicht mehr die Reihenfolge, wie, wann ich was aufgebraucht habe, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, eine ganze Palette aufzubrauchen. Das war überhaupt nicht leicht, aber mir haben alle Farben da drin so gut gefallen. Da waren Grüntöne drinnen, Glitzertöne waren da drinnen. Ich habe die wirklich geliebt, die Palette. Das ist die allererste, die ich leer gemacht habe. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich jemals eine Palette leer bekomme. Wirklich nicht. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt aktuell verwende ich ja die Sleek für die Arbeit, damit ich die auch leer bekomme. Ja, und ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich. Ich mochte die Miss Lean Paletten so, so gerne. Ich habe, glaube ich, noch eine habe ich weggegeben und eine müsste ich noch haben, glaube ich. Da war so Pastelltöne drin, die habe ich damals, glaube ich, der Celine geschenkt. Aber die war eine meiner Lieblinge. Da waren Grüntöne drin, Lila war drinnen und die war richtig schön, die Palette. Aber sie ist leer. Und stolzer kann ich, glaube ich, gar nicht sein, würde ich sagen. Ja, ich bin heute ein bisschen wuschelig unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich so ein bisschen verwirrt war und manchmal nicht die Worte die richtigen gefunden habe. Aber ich glaube, nach einer Zeit bin ich wieder reinkommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe, finde ich, sehr, sehr viel aufgebraucht im September. Da bin ich extrem stolz auf mich, weil auch viele Sachen leer gegangen sind, die ich halt länger in Benutzung hatte. Und ja, deswegen bin ich wirklich, wirklich stolz auf mich.
Ja, freut euch schon auf das nächste Aufgebraucht-Video und ich hoffe, dass jetzt wieder ein paar mehr Videos kommen. Ich kann es euch nicht versprechen, es kommt immer darauf an, wie ich mich gerade fühle, weil ihr wisst ja, das mit meiner Mama, das mit dem Sparky und jetzt die aktuelle Situation wieder. Und wer auf Instagram mir folgt und die Live-Videos sieht, weiß sowieso, dass ich in letzter Zeit so viel Kacke auch durchmache mit den Männern und das Ganze. Und deswegen hab ein bisschen Mitleid, aber ich werde mir Mühe geben, wieder mich ein bisschen mehr auf YouTube konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen mehr auf mich zu konzentrieren. Ich habe es nach vorne versprochen, also sollte ich es auch machen. Und deswegen sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!